show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. Show must go on. Show must go on. Yeah. I'll face it with a grin. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Bergmanns Bühne, wo ich euch heute sage und schreibe ganze 10 Theater-Streaming-Tipps für die theaterfreie Lockdown-Zeit empfehlen werde. Besonders wichtig ist mir hierbei, dass ich nichts empfehlen werde, was nichts kostet. Das heißt, es gibt bei jedem Stream, den ich jetzt empfehle, entweder die Option, etwas zu spenden, oder es gibt einen festen Betrag, den man dafür bezahlen muss. Denn bitte immer dran denken, Kunst und Kultur sind nicht umsonst und stellen den Lebensunterhalt von Tausenden von Menschen dar. Den glorreichen Einstieg in diese Empfehlung habt ihr gerade eingangs gesehen. Das war ein klitzekleiner Ausschnitt aus dem Konzertstream In Love with Musical von Kulturfeder Streaming unter der Schirmherrschaft von Dominik Lapp. Und da sind so illustre Gäste dabei wie Tamara Pascual, Femke Sutentra, Roberta Valentini, Thomas Hohler, Lutz Standop und Tamara Peters und Florian Albers, die ihr schon auf meinem Kanal erleben durftet im Rahmen vom Lifetime-Konzert-Streaming mit Patrick Stanke. Ich habe diesen Stream jetzt an den Anfang gesetzt, denn ihr könnt ihn nur noch ganz kurz buchen, nämlich bis zum 30.11. Und es gibt sogar ein Sonderangebot gerade. Er kostet statt 24,90 jetzt nur noch 14,90 und dafür bekommt ihr 100 Minuten großartiger Musical-Melodien mit den eben benannten Stars. Das war schon der erste Tipp und jetzt gehen wir gleich in den zweiten Tipp und dafür habe ich einen wundervollen Gesprächsgast. Freut euch drauf. Ich begrüße jetzt ganz herzlich auf Bergmanns Bühne den lieben Martin Berger live in Wien. Herzlich willkommen, lieber Martin. Grüß Gott und Servus. Servus, mein Lieber. Wir beide kennen uns jetzt fast schon 20 Jahre. Es ist unglaublich, aber ja, so alte Säcke sind wir. Da weiß ich nicht, ob ich das schneide. Nee, lass es. Ist schon gut. Ist schon gut. Stimmt ja. Über deine Karriere zu sprechen, Stationen deiner Karriere zu nennen, das kann man machen, das werde ich auch gleich. Aber um da alles zu nennen, da würden wir morgen früh noch hier sitzen. Und das wäre natürlich auch sehr schön, mir würde es Freude machen, aber es ist dann doch sehr viel. Denn du bist unfassbare Runde 27 Jahre dabei. Seit 27 Jahren stehst du auf der Bühne. Deinen Durchbruch, wenn man das so nennen darf, hattest du mit Les Miserables in Duisburg in der deutschen Erstaufführung 96. Da hat auch der liebe David Jacobs in einem meiner letzten Videos ganz toll von erzählt. Wer das mal sehen möchte, der klickt bitte hier oben. Da spricht der David Jacobs ganz bewundernd über dich. Du hast den Chris gespielt in Miss Saigon in Stuttgart. Du warst zwischendurch auch der Krolog in Stuttgart im Tanz der Vampire. Wir haben uns kennengelernt bei Joseph in Tecklenburg. Ja, da weiß ich noch, da habe ich deine Frau gespielt. Ja. Weil letztlich war es so, wir waren also Brüder von Joseph, du warst Simeon. Und dann waren alle irgendwie, plötzlich war einer zu wenig, eine zu wenig. Da waren alle Frauen vergeben. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Tanzgeschichten zusammen gemacht. Ja. Ich sage nur Hold Down und wir beide sind ja dann doch die Tänzer vom Herrn. Vor ja. dem Herrn, ja. Das war und dann bitte, erwähne bitte noch, dass wir beide immer vorne standen. Ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen Comic Relief. Also hinten war das Schöne. Ja. Ja. Und wir waren das Lustige. War ach, das Buffo-Paar. Ja, das Buffo-Paar, das Buffo-Brüderpaar. Mensch, das waren Zeiten. Und dann durften wir noch Dracula zusammenspielen in Tecklenburg
und haben uns dann ein paar Jahre später wieder auf der Bühne gefunden bei Jesus Christ Superstar in Essen. Und du warst dann in der Show, mit der ich dann praktisch meine Karriere beendet habe. Das ist ja auch, du warst sogar an meiner allerletzten Vorstellung meines Lebens da, ne? Ja. Wahnsinn, du warst dabei. Und dann hast du natürlich so ikonische Rollen für Deutschland geprägt, wie den Khashoggi in We Will Rock You, Spamalot in Köln, deutsche Erstaufführung, Producers in Wien, Cats zwischendurch auf Tournee. Und zuletzt durften dich ganz viele Zuschauer im Stream erleben in I Am From Austria. Ja. Gerade im Fernsehen gewesen und jetzt, glaube ich, noch in der Mediathek. Und wir beide, und das kann ich von sehr wenigen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sagen, wir beide haben uns sogar dieses Jahr, eben Pandemiejahr, noch in echt gesehen. Das stimmt, ja, im Frühjahr. Im Januar hast du My Fair Lady auf Tournee gespielt, da durfte ich dich erleben und da haben wir uns getroffen und haben uns nochmal in echt gesehen, bevor das Ganze in sich zusammenbrach. Runterging, ja. 27 Jahre im Theater, also wirklich Theater als Lebensinhalt, Lebensform. Jetzt sind wir, wo wir sind. Wie geht's dir im Moment, dir und deinen Lieben? Mir und meinen Lieben geht es gut, vielen Dank. Es ist natürlich die Situation als Darsteller, als Schauspieler, als Sänger höchst unbefriedigend. Und Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, habe ich einen 4,5-jährigen Sohn, der ganz viel Aufmerksamkeit braucht und sehr froh ist, dass ich da bin. Und meine Frau ist auch sehr froh, dass ich da bin, nehme ich mal an. Bei den ersten Lockerungen hatten wir das Glück, hier in Österreich zumindest wieder ein bisschen Theater spielen zu können. Und mussten aber die Erfahrung machen, dass sich die Leute einfach nicht ins Theater trauen. Trotz der großen Auflagen, die Theater hatten und die sie auch alle erfüllt haben, muss man sagen, und jetzt trotzdem wieder zugemacht wurden, haben sich aber auch die Leute selten wirklich getraut, in kleine Theater zu gehen. Ich glaube, bei den Großen ist das sicher ein Unterschied, weil man da auch natürlich rein vom Gefühl her ein anderes Platzgefühl hat als in einem kleinen Theater. Aber wo wir auch gesagt haben, kommt ins Theater, so viel Platz habt ihr niemals wieder, weil, wie gesagt, alle Abstände wurden eingehalten, die Hygienesachen, alles tipptopp da, auch in kleinen Theatern. Und wenn du halt dann in einem Saal spielst, wo mit Corona, sagen wir mal, 70 Leute rein durften und es sitzen halt nur 20 drin, ist es schon sehr bitter. Das ist ja auch, was ich seit Wochen gebetsmühlenartig auf diesem Kanal wiederhole. Ich bin auch, so oft es mir möglich war, wieder ins Theater gegangen und habe meine Erfahrungen genau geschildert, sogar in Bild und Ton, und habe den Leuten gesagt, kommt zurück. Es ist so wichtig, dass ihr zurückkommt. Und jetzt ist halt im Moment alles wieder zu, aber nochmal der Appell, wenn dann alles schrittweise wieder öffnet, und das wird ja kommen, dann bitte kehrt zurück. Denn diejenigen, die wirklich investiert haben, die Konzepte entwickelt haben, die funktionieren, das sind die Theater. Geht zurück ins Theater. Absolut. Und wenn man sich unwohl fühlt oder wenn man sich sicherer fühlt mit Maske, dann hat man die Maske auf. An Theater ist ja so dieses Unmittelbare, das ist für den Moment, das kann nur jetzt geschehen und kommt auch so nicht wieder. Ja, keine Vorstellung ist, wie die am vorherigen Tag war. Ein Stream ist dann für immer. Ja. Nichtsdestotrotz ist es das, was wir im Moment gerade haben. Und das ist besser als nichts. Und da gibt es von dir was Neues, nämlich Artvoll. Ich weiß jetzt nicht genau, wer dahinter steckt. Kannst du mich gleich aufklären? Ich wurde von Fabio, von meinem lieben Kollegen Fabio Diso angesprochen und angeschrieben, ob ich das denn gerne machen würde. Das scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, eben auch trotz Lockdown. Also wir werden getestet bevor dem Konzert und also alles läuft wirklich super hygienisch ab, sozusagen. Mhm. Es sind ja auch nur 5 Leute quasi dann in dem Raum, ein Klavier und wir 4 Sänger. Lass uns da mal drüber sprechen, wer das alles ist. Also erstmal, das findet ja statt, jetzt schon in 2 Tagen, am Montag, den 16.11. Das nennt sich Theater muss sein. Mit dabei sind Melanie Gebhardt, Armin Kahl, du und die Wietzke van Tonkeren, die, soweit ich richtig informiert ist, deine Nachbarin ist, richtig? Ja, also... Hier am Stadtrand ist etwas, Nachbarn sind dann auch schon mal 5 Kilometer weg, aber ja, in unmittelbarer Nachbarschaft. Genau. Das Ganze kostet 25 Euro. Ich habe auch gelesen, die Tickets sind streng limitiert. Kannst du uns mal durchgeleiten, wie das stattfinden wird, wie das aussehen wird? Vielleicht kannst du schon was über das Programm verraten?
wir sind ganz gespannt. Wir hören uns ja meistens nur über das Telefon oder über eben andere soziale Medien. Sagen wir so, wir lesen uns mehr, als wir uns hören. Mhm. Und das Ganze wird am Montag dann ja ein Fest, was die Spontanität betrifft. Mhm. Wir proben online vorher quasi miteinander, so gut es halt geht. Aber wir haben vorher dort natürlich einen Soundcheck und was schwierig ist, wird natürlich angespielt. Wir werden es mal durchgehen. Aber so ist eigentlich relativ frisch alles sozusagen. Mhm. Man bekommt es tatsächlich mehr als live am Montag mit. Ja, ist doch super cool. Dann haben wir doch das Unmittelbare, wo alles passieren kann. Ist doch ganz wunderbar. Absolut. Kannst du ein bisschen was über das Programm sagen? Darfst du ein bisschen teasern, vielleicht wenigstens, was dein Programm angeht? Ja, was mein Programm, ich bleibe natürlich in meinem bisschen Rock'n'Roll, bleibe ich natürlich gleich. Mhm. Es wird was aus We Will Rock You sein. Yes. Ich werde auch, es wird was aus American Idiot sein. Sau cool. Es werden aber auch Klassiker dabei sein. Und es wird, glaube ich, auch ein paar Überraschungen geben. Da freue ich mich total drauf. Wird es ein Duett geben? Singst du eventuell ein Duett mit Wietzke? Es wird auch ein Duett geben. Ja, ich singe auch ein Duett mit Wietzke. Ja, genau. Sag mir welches. Nein. Okay. Dann müssen wir alle einschalten. Aber es Montag. Ist alles, was du schon oft von mir gehört hast. Liebe Leute, am Montag, den 16.11. um 19.30 Uhr ist es soweit. Schaltet ein, kauft euch Tickets für das erste Wohnzimmerkonzert Theater muss sein von Artvoll. Hier aus Wien mit der Wietzke von Tongeren, mit der Melanie Gebhardt und dem Armin Karl und moi. Ich bin dabei, lieber Martin. Ich wünsche dir und deinen Lieben alles, alles Gute. Passt auf euch auf. Ein wunderschönes Konzert wünsche ich dir und dass es bis die Theater öffnen noch mehr solche Dinge gibt, damit ich dich auch mal wieder sehen darf. Alles Gute, alles Liebe. Keine Sorge. Dir auch. Ich danke Bleib dir. Bleib gesund. Auf bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Streaming-Tipp Nummer 3 ist etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich eine Show, die ich im April 2019 live in London sehen durfte, nämlich Emilia. Hier halte ich es mal richtig in die Kamera. Dazu habe ich sogar, da hat man am Ende einen Button geschenkt bekommen. Don't stop now, I am Emilia. Ihr könnt da seit letztem Dienstag bis einschließlich 24.11. den Stream aus dem Vaudeville Theater in London sehen. Und das Ganze läuft nach dem Pay What You Can Prinzip. Das heißt, ihr dürft spenden, was euer Geldbeutel hergibt, was ihr möchtet, damit ihr in den Genuss dieses wunderbar revolutionären Theaterstreams kommen könnt. Emilia erzählt, ganz ähnlich wie Hamilton, vom Leben einer von der Geschichte sträflich vergessenen Figur, in diesem Falle der Emilia Bassano. Doch anders als Alexander Hamilton war sie nicht maßgeblich und prägend für die Politik ihres Landes, sondern Wegbereiterin für Frauenrechte. Das alles wird auf der Basis bekannter Theaterstrukturen und Sehgewohnheiten komplett frisch, modern und neu erzählt. Und jetzt kommt die große Besonderheit, die dieses Stück für mich ausmacht. Dass das Publikum so mitfühlt und mitgeht, hat aber auch den wunderbaren Grund, dass jede im Saal auf der Bühne mindestens eine Identifikationsmöglichkeit für sich findet. Dort steht die maximal diverseste Cast, die ich jemals in einem Stück erleben durfte. I am Emilia ist das Motto der Show. Dem wird sie zu 100% gerecht. Tipp Nummer 4. Ab dem 18.11. gibt es die neue Webserie Out of the Darkness into the Spotlight. Diese widmet sich den jetzt arbeitslosen West End Stars, die die Industrie trotz Lockdown am Leben halten wollen. Und in jeder Folge wird über eine andere britische Erfolgsshow berichtet. In der ersten wird es, wie der Titel ja schon sagt, um Everybody's Talking About Jamie gehen. Wer diese Show und andere West End Shows liebt, der sollte Out of the Darkness into the Spotlight nicht verpassen. Tipp Nummer 5. Etwas ganz Besonderes gibt es aus dem englischen Barn Theater. Celinde Schoenmaker, bekannt aus The Phantom of the Opera im Londoner West End, und Rob Houchen, bekannt unter anderem aus Les Miserables, spielen das selten gespielte Sondheim-Stück Marry Me a Little. Das Ganze gibt es vom 19. bis 22. November, kostet 13,50 £, also rund 15 Euro. Also auch das was für den kleinen Geldbeutel und sicher was, was man so erstmal nicht wieder zu sehen kriegt. Tipp Nummer 6. Da habe ich während der Pandemie auf diesem Kanal schon öfter drüber gesprochen, das unverwüstliche The Last 5 Years, die letzten 5 Jahre, wird jetzt aus London gestreamt. Und zwar aus dem wunderbar kleinen Southwark Playhouse. Es ist eine Aufzeichnung der Inszenierung von vor dem Lockdown. Und das Ganze gibt es als Stream vom 26. bis 29.11. Wer noch ein bisschen mehr über The Last 5 Years, also die letzten 5 Jahre von Star-Komponist Jason Robert Brown wissen möchte, der klickt bitte mal hier. Da habe ich nämlich eine Inszenierung besucht mit Patrick Stank und Charlotte Heinke.
Tipp Nummer 7. Rent, mein geliebtes Rent, wird gestreamt aus dem wunderbar kleinen Hope Mill Theater in Manchester. Auch eine Aufzeichnung von kurz vor dem Lockdown. Die Inszenierung hat überall 5 Sterne, also die maximale Punktzahl bekommen. Das darf man eigentlich als Fan nicht verpassen. Und die dort auftretende All-Star-Cast fängt mit einer Personalie an, die auch hierzulande gut bekannt ist. Nämlich mit Blake Patrick Anderson, der lange den Rusty im Starlight Express in Bochum gespielt hat. Es ist dabei Dom Hartley Harris, der den George Washington in Hamilton gespielt hat. Es ist Alex Thomas Smith aus Dear Evan Hansen dabei und. Das Ganze wird gestreamt vom 27.11. bis 20.12., also passt ja thematisch ganz gut in die Weihnachtszeit mit hinein. Aber Achtung, die Tickets für die Streams sind streng limitiert und einige Daten sind schon ausverkauft. Und nochmal Achtung, bei allen anderen Streams aus Großbritannien ist es kein Problem, aber hier brauchst du einen VPN. Das heißt, die Möglichkeit, eine Ländercode, eine regionale Codierung zu umgehen, um den Stream auch in Deutschland sehen zu können. Wie gesagt, bei allen anderen Streams kein Problem, aber hier wurden wir vom Theater drauf hingewiesen. Ganz wichtig. Tipp Nummer 8. Fiverr, auch wieder aus dem wunderbaren Southwark Playhouse. Eine wunderbare kleine Geschichte um eine 5-Pfund-Note, die durch die Hände verschiedener Menschen geht und so ihr Leben verändert. Auch wieder eine All-Star-Cast. Luke Bayer ist dabei aus Everybody's Talking About Jamie und Dan Buckley aus Eugenius. Nicht verpassen. Tipp Nummer 9. Und endlich sind wir mal wieder hierzulande bzw. in Österreich. Die tolle Theatercouch unter der Leitung von Rory Six gibt ein Weihnachts-Benefits-Konzert. Das Ganze ist wie eingeblendet buchbar über ein Crowdfunding. Dabei sind unter anderem, und da gibt es unzählige prominente Musical-Namen wie Andreas Bongard, Katja Berg, Lisa Anthony, Alexander Auler, Drew Sarich und. Die Liste ist da unendlich. Also wenn du für die Weihnachtszeit noch nichts hast, ist das sicher ein ganz richtiger und guter Tipp. Und last but not least, Tipp Nummer 10, für mich ein riesiger Kracher. A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, als Stream aus London mit niemand geringerem als Andrew Lincoln als Scrooge. Ja genau, der Andrew Lincoln, Rick aus The Walking Dead, ist der Weihnachtsmuffel schlechthin. Das werde ich auf keinen Fall verpassen. Das Ganze läuft vom 12. bis 24. Dezember. Bei den Tickets ist für jeden Geldbeutel was dabei. Das geht von 10 Pfund bis 65 Pfund und letztlich ist es eine Spende. Da ändert sich nichts am Blickwinkel, wenn man jetzt das günstigere Ticket nimmt oder das teurere. Es ist einfach dem Geldbeutel angepasst, was man dem Theater spenden möchte. Ihr Lieben, das war's. Das war ordentlich was, was euch jetzt durch die Theater freie Zeit bringen kann. Nächsten Samstag gibt es ein Video zu meinem persönlichen Aufreger der Woche. Nämlich hat die Stage Entertainment ja vor einigen Tagen angekündigt, dass sie wirklich jetzt ernsthaft Hamilton auf Deutsch rausbringen will. Dazu spreche ich mit einem der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Musical-Übersetzer und wir reden mal drüber, was wir davon halten. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr meine Tipps nützlich fandet, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, kommentiert mir unter diesem Video und abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.